Ich sage mal so, wir haben die Aufgaben eines Ortsverbands etwas zweckentfremdet oder eigenständig erweitert, sage ich einmal. Wir machen natürlich das, was von uns von einem Ortsverband verlangt wird, nämlich die Mitglieder kassieren, auf den 1. Mai gehen oder bei Wahlen Wahlbeisitzer stellen. Das sind unsere klassischen Aufgaben. Und wir haben einfach begonnen, darüber hinaus uns selbst Aufgaben zu geben und haben zum Beispiel begonnen, eine eigene Öffentlichkeitsarbeit zu machen vor ein paar Jahren und in Zeitungen längere Gastkommentare zu verfassen. Das Ganze hat sich dann kontinuierlich gesteigert. Aber in letzter Konsequenz versuchen wir, auf den sozialdemokratischen Diskurs Einfluss zu nehmen. Wir bezeichnen uns deshalb auch als sozialdemokratische NGO, weil wir so wie eine NGO jetzt nicht versuchen, irgendwelche Posten zu ergattern, sondern weil wir versuchen, Themen gezielt voranzutreiben und zu kampagnisieren. Und wir machen das halt einfach nur innerhalb des sozialdemokratischen Umfelds. Das heißt, wir suchen uns gezielt Themen heraus und zu denen arbeiten wir regelmäßig. Und zwar auf zweierlei Hinsicht. Einerseits versuchen wir, inhaltliches Unterfutter aufzubereiten. Das ist unsere Think Tank-Funktion, würde ich einmal sagen. Und da ist das Schöne, dass wir laufend neue Leute dazu bekommen, die sich für neue Themen interessieren und dann eigene Themengruppen bilden, zum Beispiel Wirtschafts- und Sozialpolitik oder zum Beispiel Netzpolitik oder zum Beispiel Demokratie. Und auf der anderen Seite versuchen wir dann, an gezielten neuralgischen Punkten in der öffentlichen Diskussion einzusteigen, einzutreten und das, was wir sozusagen thematisch erarbeitet haben, dann vielleicht ein bisschen knackiger verpackt in die öffentliche Diskussion einzubringen. Wenn sich der Zeitgeist verschiebt, dann spüren das mit großer Verspätung auch die Spitzen der österreichischen Sozialdemokratie und beginnen dann auch, ähnlich wie das auch die SPD macht, beginnen dann auch für Sachen einzustehen, für die wir immer schon eingestanden sind, aber wo wir früher auf Granit gebissen haben. Das klassische Beispiel ist die Vermögensbesteuerung. Das war ein Thema, das man vor 3 oder 4 Jahren hätte überhaupt nicht ansprechen können. Mit der Krise sind diese Sachen aber kampagnisierbar. Und das heißt, die SPÖ ist in der kuriosen Situation, dass sie sich inhaltlich eigentlich laufend stärker profiliert, aber dass die Menschen es ihr nicht glauben, weil sie spüren, dass sie das nicht aus einer tiefen Überzeugung herausmacht oder aus einer tiefen gesellschaftlichen Analyse herausmacht, sondern dass sie den Zeitgeist aufgreift, der vorhanden ist und das populistisch ausschlachtet. Das heißt zum Beispiel dann Banken und Spekulanten zur Kasse. Das ist dann sozusagen der Sukkus der Botschaft der SPÖ. Dass man das Ganze nicht auf eine Reich-Arm oder Polarisierung sozusagen irgendwie reduzieren soll, sondern dass man sich anschauen soll, was bedeutet systemisch, auch zum Beispiel volkswirtschaftlich, eine ungleiche Einkommensverteilung. Wie ist der Zusammenhang zwischen ungleicher Einkommensverteilung und Finanzkrise? Oder wie ist der Zusammenhang zwischen ungleicher Einkommensverteilung und Staatsschuldenproblem? Wenn man das Ganze sozusagen größer kontextualisiert, dann bekommt man natürlich einen viel systemischeren Zugang. Aber dafür fehlt in Wirklichkeit der Politisierungsgrad unserer Kader. Also ich glaube, dass die SPÖ jetzt stärkeres Profil entwickelt zu einem Zeitpunkt, wo sie den am wenigsten politisierten Kader in ihrer gesamten Geschichte hat. Und diese Diskrepanz, dieses Spannungsfeld, das führt zu einer großen Verunsicherung auch der eigenen Funktionäre, wenn sie sozusagen versuchen, irgendwas Profilierteres an die Leute zu bringen. Und es gibt ein unfassbares Problem mit der Authentizität, weil man es ihr nicht abnimmt. Und wenn man ein bisschen nachbohrt, dann sieht man ja eben, dass oftmals wenig dahinter ist. Und das heißt, ich glaube, dass wir zwar sozusagen, dass es positiv ist, dass Sachen, die sich im Zeitgeist wenden, jetzt in der SPÖ auch absorbiert werden, dass es aber unfassbar wichtig wäre, das strukturelle Gefüge der Partei völlig zu verändern und wieder hinzukommen zu einer kampagnenfähigen, themensetzenden, sich selbst politisierenden und die Bevölkerung politisierenden Bewegung, die nicht sagt, okay, so sind die Meinungsumfragen, so ist die Sachlage, ja, dann richten wir uns strategisch auch so oder so aus, sondern die sagt, die Sachlage oder die Meinungslage ist endogen.
Die ist nicht exogen gegeben, die ist endogen, wir können die verändern. Und das ist ja sozusagen eine Uridee der Sozialdemokratie, zu versuchen, auf die gesellschaftlichen Diskurse unmittelbar Einfluss zu nehmen. Und das, und ich würde mir wünschen, dass sie versucht, als kampagnenfähige Organisation und politische Kraft in Österreich aktiv Diskurse aufzugreifen und zu verändern. Wir versuchen als kleine sozialdemokratische Gruppe innerhalb der SPÖ ein paar Sachen zu bewegen. Wir schauen, wie viel möglich ist. Wir werden das sicher noch ein paar Jahre machen. Und in ein paar Jahren wird sich dann für uns alle die Frage stellen, zahlt sich das aus, die unfassbare Energie, die wir hineinstecken, ja oder nein? Und wenn sich das auszahlt, wenn Veränderungen, wir wollen ja nicht alles niederreißen und alles gewinnen oder alles übernehmen, das ist ja nicht unser Plan, ist ja auch gar nicht Teil unserer politischen Strategie. Aber wenn wir sehen, dass sich zum Beispiel langsam ein Flügel bildet, der nicht mehr so leicht überhört werden kann, wenn wir eine kritische Masse überschreiten können in den nächsten Jahren, dann ist es natürlich interessant für uns zu versuchen, weiterhin dort tätig zu bleiben, weil wir betrachten die SPÖ als Feld von Auseinandersetzungen, als Kampfzone, wenn man so möchte, ein bisschen martialisch vielleicht formuliert. Das heißt, das ist kein statisches Ding, sondern dort können wir versuchen, uns einzubringen und Realitäten, Mehrheiten, Meinungen zu verändern. Und solange wir die Perspektive haben, also solange wir sehen, es gibt kleine Veränderungen und wir die Perspektive haben, dass das wächst, solange macht das Sinn. Würden wir in 3-4 Jahren draufkommen, das Ding ist so ein strukturkonservativer Apparat, dass man in letzter Konsequenz außer Peanuts nichts erreichen kann, dann würde das wahrscheinlich für viele bedeuten, entweder in die politische Emigration zu gehen oder vielleicht wirklich es bei Attac zu versuchen oder andere Wege zu gehen. Aber ich glaube, dass es bei den meisten unserer Mitglieder eher gegenteilig ist. Dadurch, dass wir wachsen auf bescheidenem Niveau, wir haben 250 Mitglieder oder so, aber dass wir wachsen und dass wir kleine Erfolge vorweisen, dadurch ist die Motivation schon sehr hoch, sich das weiter zu versuchen, die österreichische Sozialdemokratie zum Positiven zu verändern.